Herzlich willkommen zu einer neuen Folge F1 2016. So, jetzt sind wir wieder drin. Zum Rennen in Malaysia von Startplatz 1 aus und es wird wieder ein Nassrennen. Platz 5 oder besser? Hui, okay. Die Erwartungen werden sehr, sehr hoch. Was, wie lange brauchen wir denn, um das nächste große Update zu schaffen? 750 Ressourcenpunkte, ja, das werden wir diesmal nicht schaffen. Naja, ab ins Rennen. Ein junger Spanier namens Fernando Alonso saß hier vor circa einem Jahrzehnt an vorderster Startposition und wir erlebten außerdem den allerersten Sieg von Kimi Räikkönen. Beim großen Preis von Malaysia ist es wie bei allen Rennstrecken. Die etablierten Fahrer wollen vorne bleiben und die jungen Wilden ihnen die Plätze streitig machen. Meist ist das Wetter der entscheidende Faktor, aber auch die 5 Links- und die 10 Rechtskurven in Sepang stellen die Fahrer vor viele Herausforderungen. In den starken Bremszonen in 4 dieser Kurven werden die Fahrer unter Umständen 4G, also ihrem vierfachen Körpergewicht, ausgesetzt. 2 dieser Kurven sind am Ende der DRS-Zone, die Kurven 1 und 15. Heute sitzt Stefan Römer neben mir und wird das Rennen mit mir gemeinsam kommentieren. Stefan, noch einmal herzlich willkommen. Ist es nicht schön, endlich mal wieder in Kuala Lumpur zu sein? Ein wirklich wunderschönes Land, dieses Malaysia, und eine traumhafte Strecke und, das ist das Wichtigste, ein Rennen, das nur sehr, sehr schwer vorherzusagen ist. In der Tat, es gibt viele Kurven, in denen enorme Kräfte wirken, durch die die Hinterräder in Mitleidenschaft gezogen werden. Zusammen mit den hohen Temperaturen sorgt das dafür, dass der richtige Betriebsbereich der Reifen nur schwer zu halten ist. Und in den vergangenen Jahren waren wir immer relativ früh in der Saison hier, was heuer zu einem zusätzlichen Unsicherheitsfaktor werden könnte. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Trying to cover the inside line off the start. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Haas startet also von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Verstappen, Nico Rosberg und Räikkönen. Alonso, Vettel, Sainz Junior und Jensen Button. Bottas, Quert, Romain Grosjean und Wehrlein. Magnussen, Hülkenberg, Sergio Perez und Jolyon Palmer. Massa und Haryanto. Felipe Nasser und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So. Auch das ist ja nett. Am Ende soll es dann wieder trocken werden. Ja, das. Mein Gott, was sollen wir da jetzt anderes machen? Dort wird ein Chaosrennen. Los geht's. Thank you.
rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Die Ampel ist aus, der Start gemeistert. Uiuiui. Oh, das wird richtig schwierig. Okay. Ja, klar, Slicks. Natürlich. Warum denn noch nicht? Okay. Fuck. Das waren 2 km/h. Okay, jetzt wird's lustig. Denn mit dieser Durchfahrtsstrafe kommen wir wahrscheinlich wieder ans Ende des Feldes. Am besten mache ich die. Ja, obwohl, ich muss ja eh in den nächsten 3 Runden, oder? Das war jetzt richtig dumm. Das war richtig dumm. Vor allem, ich bin ja vorher, war ich ja noch unter den 80 km/h. Dann habe ich kurz mal aufs Gas getreten. Oh, ist das ärgerlich. Ich hab gesagt, es wird ein turbulentes, chaotisches Rennen. Und bis jetzt ist es tatsächlich auch so. Wir fahren jetzt rein. So, auf Nummer sicher gegangen. Wir kommen wirklich am Ende des Feldes raus. Lediglich Palmer ist noch hinter uns, wahrscheinlich.
auf Platz 17. Damit ist der Sieg natürlich jetzt weg. Wir müssen hier Vollgas geben. Das war jetzt blöd. Sorry. War meine Schuld. Ups. Ah, jetzt kommt der natürlich wieder daher. Und lässt mir so viel Platz wie in der Fliege. Dafür steche ich jetzt rein, Raikönig. Was hast du jetzt davon? Scheiße, kann ich gar nicht. Jetzt sollten wir ihn haben. Ja. Jetzt haben wir ihn endlich, den Kimi. Oje, oje, oje. Ah, gut, dass ich da zurückgesetzt wurde. Hätte böse enden können. So, jetzt haut's mir die Mediums drauf und dann fahren wir durch. Hoffentlich. So, ich weiß jetzt nicht, ob die ganz vorne auch reingegangen sind. Und dann könnten wir jetzt einen kleinen Vorteil haben. Es ist noch ein bisschen rutschig, aber das ist auf jeden Fall Trockenwetter, also Wetter für trockene Reifen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Kamikaze fahren. Ein bisschen aggressiver. Sonst wird das nichts mehr. Ja, schau mal, wie viele wir da überholen, weil wir eine Runde vorher an die Box gefahren sind. Zack, sind wir in den Top 10. Aber Verstappen, wenn ich Verstappen, wenn er da nicht nochmal versuchen würde vorbeizukommen. Aber wir haben die besseren Reifen. Das sieht man mir deutlich. So, jetzt mit der erst muss er vorbeikommen eigentlich. So, das war nicht gut. Das ist einfach ein solchen Grand Prix, fertig aus. Okay, die harten Reifen werden aufgezogen. Hülkenberg kommt auch rein.
Und auch Räikkönen ist drin. Und wir kommen hinter Räikkönen wieder raus. Bei Hülkenberg habe ich jetzt leider nicht aufpassen können. Ich glaube, wir sind vorne raus. So, Kimi. Mach Platz. Wir fahren hier sehr, sehr rabiat. Und Hamilton noch in der Kurve kassiert. Und jetzt der ist auf Hülkenberg. Spielend leicht vorbei, wollte ich gerade sagen. Aber wenn man dann die nächste Kurve verkackt, ist das nicht mehr so gut. Schnellste Runde. Yay! Hey! Alles klar, jetzt kämpfe ich gegen dich. Aber so geht's ja nicht, ey. Halt mir einfach mal hinten ins Heck rein. Grosjean ist aus dem Rennen. Das habe ich provoziert. Da habe ich zu spät eingelenkt oder rübergelenkt. Da war der schon fast neben uns. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt auch egal. Andere Kameraperspektive bräuchten vielleicht, damit wir das noch aufklären können. Weil hier zieht er raus. Ja, der hat halt mehr Speed. War tatsächlich auch unsere Schuld, oder meine Schuld. Aber der ist gar nicht kaputt gegangen, oder wie? Beende die Session. Damit sind beide Haas ausgeschieden innerhalb von nur wenigen Sekunden. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Ferrari hat gewonnen. Schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints, also die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sehen
wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Felipe Massa. Für mich war das eine herausragende Leistung, die seiner nicht unwesentlichen Erfahrung zu verdanken ist. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. So, wir haben Hamilton die Punkte gekostet. Das ist schon mal schön. Weil der hat angefangen. Er war der Erste, der mir hinten drauf gefahren ist. Sonst hätte ich den ja auch gerne vorbeigelassen. Tja, selber schuld. Wir sind immer noch auf Platz 3 in der Fahrerrangliste, haben aber nur noch 4 Punkte Vorsprung auf Ricciardo. Bei den Konstrukteuren, ja, da geht nichts. Null, nada, niente. Wir bleiben auf Platz 4. Bis zum Ende. Ja, war kein schönes Wochenende. Kein schönes Rennen auch für das ganze Team. So, Karrierepunkte brauchen wir nicht. Wo geht's denn weiter? In Japan. In Suzuka. Und das war tatsächlich das erste Mal seit Monaco und Kanada, dass wir in 2 aufeinanderfolgenden Rennen keine Punkte geholt haben. Das erste Mal seit Österreich und Aserbaidschan, dass wir in 2 aufeinanderfolgenden Rennen keinen Podiumsplatz geholt haben. Naja. Japan ist schon eher meine Strecke. Malaysia wird's nie werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.